geht um Körpersprache. Im Genauen gesagt um Gestik, die ihr vermeiden solltet oder aber auch wahrnehmen und deuten solltet, wenn ihr sie beim anderen bemerkt. Welche Gestik das ist, darum geht es in diesem Video. Viele denken, Gestik macht man nur mit den Händen. Aber Gestik ist die Gesamtheit der Gesten, die man als Bewegung, um zu kommunizieren, macht. Gestik macht man daher mit den Armen, den Händen oder dem Kopf. Gesten macht man oft unbewusst, sie sagen aber viel über mich oder auch mein Gegenüber aus. Die erste Geste ist, ihr merkt es schon, wegschauen oder den Blick abwenden. Immer wenn ich den Blick abwende, bedeutet das, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen vielleicht, bin unsicher, habe auch eventuell Angst. Wenn das im Gespräch passiert, dann sendest du auf jeden Fall ein schlechtes Signal. Die zweite Geste ist, wenn ich ganz vorne auf der Stuhlkante sitze, so ein bisschen hibbelig auch bin, eventuell auch so ein bisschen hin und her schwank oder auch kippelt. Das bedeutet, ich bin eventuell auf dem Sprung, ich will eigentlich raus aus dem Gespräch, will fliehen aus der Situation. Das macht auf jeden Fall auch einen negativen Eindruck und zeigt Unsicherheit. Die dritte Geste ist so ein nervöses Spiel mit den Fingern. Also ich fummel so an meinen Fingern rum und mache eigentlich Dinge, die ich gar nicht machen will. Vielleicht fasse ich mir auch mal ans Ohr. Man spricht hier von sogenannten Übersprungshandlungen. Das zeigt, ich bin nervös und wenn ich Nervosität nicht zeigen will, dann bitte das nervöse Fingerspiel sein lassen. Der vierte Punkt ist, wenn man einen Gegenstand vor den Körper hält, also sein Körper quasi verdeckt, zum Beispiel wie mit diesem Heft hier, das wird vom anderen als Schutzhaltung angenommen. Ich verberge irgendwas, ich will mich schützen, ich bin wenig offen auch für das Gespräch. Macht das bitte nicht, denn Offenheit ist ganz, ganz wichtig für ein Gespräch. Wenn ihr also Offenheit demonstrieren wollt, dann verdeckt nicht euren Körper, daher glatte weg. Eine weitere Geste, die du vermeiden solltest, ist die sogenannte Cobra-Geste. So nennt sie zumindest Martin Werle, ein bekannter deutscher Coach. Die Cobra-Geste macht man folgendermaßen. Ich nehme die Arme nach hinten, breite mich spreizend aus, so wie sich die Cobra auch breiter macht. Die Cobra-Geste soll Souveränität und Selbstbewusstsein ausstrahlen, wird aber gerne als großkotzig oder auch angeberisch wahrgenommen, weil ich dadurch auch einen sehr großen Raum einnehme. Also Vorsicht mit der Cobra-Geste. Der Klassiker, den jeder kennt, das sind die verschränkten Arme und ein wenig Zurücklehnen dabei. Die Kombination zwischen verschränkten Armen und Zurücklehnen ist eine Zurückweisung meines Gesprächspartners. Ich igel mich ein, ich bin nicht offen für das Gespräch oder das Gesagte, lehne es vielleicht sogar ab, habe vielleicht auch was zu verbergen. Also durchweg eine negative Gestik, ein negatives Signal solltet da sein lassen. Es gibt auch noch das Zurücklehnen, ohne die Arme zu verschränken. Und das führt oft dazu, dass meine Nase so ein wenig hoch geht. Das wirkt dann direkt hochnäsig und sendet ein falsches Signal. Das Gegenteil von Zurücklehnen ist das nach vorne kommen. Also ich bringe meine Sinnesorgane in Richtung meines Gesprächspartners. Das ist eine sehr positive Geste, denn ich signalisiere damit meinem Gegenüber, ich bin interessiert an dem, was du sagst, ich rücke quasi näher ran, um dich zu verstehen. Die Hände sollten beim Gespräch immer sichtbar sein für den anderen. Bitte nicht in die Hosentasche, so hinter den Rücken drauf sitzen oder unter die Tischplatte. Das löst beim meinem Gegenüber ansonsten sofort den Verdacht aus, ich könnte was verbergen, ich könnte ja einen Stein oder eine andere Waffe in meinen Händen haben. Das ist übrigens ein uralter Instinkt, der einfach noch in uns drin steckt. Daher bitte immer die Hände zeigen, zum Beispiel auf den Tisch legen, das tut der Offenheit des Gesprächs gut. Bleiben wir mal bei den Händen und kommen zum Thema Händedruck, der vielleicht auch irgendwann nach Corona wieder relevant wird. Wichtig dabei ist ein kräftiger Händedruck. Daher nicht den toten Fisch Händedruck machen, denn eine mangelnde Festigkeit des Händedrucks wird oft verbunden mit einer mangelnden Festigkeit des Charakters. Daher Hände kräftig drücken und maximal 3 Sekunden lang. Ein weiterer Punkt mit den Händen ist das Thema Hände in die
Hüfte stemmen. Das kann leicht ein bisschen prollig, aber vor allem auch schnell trotzig wirken. Wenn Kinder trotzig sind, dann stemmen sie so gerne mal so die Hände in die Hüften. Das ist bei uns sehr gut abgespeichert und du sendest damit auf jeden Fall ein falsches Signal. Als letzter Punkt noch ein kleiner Trick. Man kann durchaus im Gespräch auch mal die Gestik des anderen, meines Gegenübers, spiegeln, also nachmachen. Man spricht hier vom sogenannten Resonanzphänomen. Wer uns imitiert, den mögen wir. Das haben wirklich auch Studien ergeben. Zum Abschluss ist mir noch wichtig, dass man auch nicht jede Geste im Gespräch überbewerten sollte. Manchmal ist einem einfach kalt und man verschränkt deshalb die Arme oder man lehnt sich zurück, um die Sitzposition zu verändern. Aber wenn du mehrere solcher Dinge beim Gegenüber siehst, dann kannst du schon deine Schlüsse daraus ziehen und im Idealfall auch darauf reagieren. Du weißt es aber in jedem Fall, wie die angesprochenen Gesten, wenn du sie selber machst, vom Gegenüber interpretiert werden. Das waren die aus meiner Sicht wichtigsten Hinweise zum Thema Körpersprache durch Gestik. Danke fürs Zuschauen.